Mein Name ist Philipp Schörkofer und ich darf euch heuer mit spannenden Geschichten durch den Winter führen. Und zu unserer Premiere haben wir gleich einmal einen Außer. Und er hat es gleich in Sölden beim ersten Weltcuprennen auf Stockerl geschafft. Hallo, Henrich Christoffersen. Servus. Schön, dass du Zeit hast, schön, dass du Danke. Da bist. Ja. Ja, Henrich, cooler Saisonstart, oder? Erstes Rennen, erstes Podest. Wie fühlt sich das an für dich? Ja, also ein super Gefühl im Moment, super Anfang von der Saison. Erster Podest im Sölden für mich, hat vor diesem Rennen siebenmal probiert und das war acht Rennen im Sölden jetzt und dann am Stockerl. Ja, mit neuem Material und alles war nicht so schlecht dann, wirklich. Es ist ein Strecke, wie es nicht so einfach für mich, wegen ich bin normalerweise wirklich sauber, wenn ich mehr auf der Teleung fahren kann, wenn es schwierig ist, aber ich kann dann auf der Teleung fahren. Im Sölden muss man ein bisschen mehr in den Steilung driften und der letzte Flache ist sehr flach. Und dann, wenn ich bin mehr in Slalom-Riesenlauf fahre, ist es ja, ein bisschen langweilig auf dem letzten Flach, aber nein, freue mich sehr viel und war ein sehr, sehr gutes Rennen. Ja, du hast recht, also der Start ist ja sehr flach, der Steilhang ist dann sehr steil und dann ist wieder flach, untypisch eigentlich, es sind keine Übergänge. Mhm. Du bist ja da technisch einer der besten Skifahrer. Danke. Und da spürst du auch deine Technik immer aus, also das habe ich selber, wie ich noch gefahren bin mit dir, gegen die, immer bewundert an dir. Wie war das dann? Du hast ja dann auch im Ziel dann gesagt oder bei den Interviews, du hast ja auch Fehler gemacht an den Rennen. Mhm. Und trotzdem aufs Stockerl, ist das dann rein auch das Material, das Neue, was du hast? Oder bist du einfach ein besserer Henrich geworden in die Teile? Ich denke ein bisschen von beider, aber ich denke, ich bin besser jetzt, wegen ich kann mehr auf das Skifahren fokussieren. Ich brauche nichts, also ich habe das Selbstvertrauen in das Material und alles ist voll dabei. Und dann kann ich mehr auf das Skifahren fokussieren und dann, ja, dann ist es mir einfach für mich, wirklich. Und ich glaube, dass, wenn man auf die nächsten Rennen kommt, wo nicht so ein langer Flach ist unten und wie mehr auf der, wie in Alta Badia oder Adelboden oder so, mehr auf der Teilung fahren kann, dann kämpfen wir wirklich für einen Sieg. Also der Kampf gegen Marco dann im Sölden war vorbei nach dem Flach im ersten Lauf. War 6 Zehntel weg und das ist zu viel. Aber ich glaube, dass Sölden ist ein bisschen so ein Vorteil für Marco. Er fährt ein bisschen mit diesen Sprung im Eingang, wo er oft ein bisschen driften und er fährt auch dann ganz viel Suppe und Abfahrt und dann hat er auch einen Vorteil auf diese lange Flache vor dem Ziel. Aber so wie in Alta Badia und Adelboden, Kranjska Gora und so, da muss man ein bisschen mehr auf der Teleung fahren und ja, dann glaube ich, wenn wir so weiterarbeiten, dann bin ich voll dabei. Du hast gerade gesagt, du musst nicht mehr so viel testen, du kannst dich mehr aufs Skifahren konzentrieren. Mhm. Hast du das früher, weißt du, noch in deinen früheren Jahren, also hast du das dann immer unterschätzt, das Thema, was materialmäßig möglich wäre? Hast du immer an dir zweifelt, beim Skifahren, hast du immer Fehler bei dir beim Skifahren gesucht und gar nicht so an das doch, dass eigentlich das Material auch das Problem sein könnte, die Abstimmung, Setup und so weiter? Wir haben früher viel probiert, wirklich, aber hat immer gesagt, dass, also es ist auch jetzt das meiste ist die Skifahren, wirklich, also es muss zusammenstimmen, wenn das Material nichts funktioniert und der Skifahrer wirklich technisch sauber fährt und so, dann funktioniert das auch nichts, aber es ist nichts nur Material, wenn ein schlechtes Skifahrer, wenn dann da fahren wir auch nicht schnell mit einem guten Material, aber ich glaube, dass jetzt ist es auf ein komplett anderes Niveau. Früher war es so, dass man bekommt vielleicht neue Ski oder so, aber dann 2, 3 Paar und dann muss man ein paar Monate für eine neue warten. Oder wenn man sagt, dass man etwas verändern will, dann braucht man einen Monat oder so für ein neues Paar Ski. Jetzt gibt es dann 2, 3 Tage und dann bekommst du eine neue Paar Ski oder etwas, was man auf dem Setup ändern willst. Und speziell mit der Bodenpräparierung und der Präparierung von der Kante und alles ist komplett anderes Niveau, als wie es war früher wirklich. Und
Also hast du dann schon unterschätzt die Möglichkeiten, genau, die es dann gibt. Genau, genau. So, nein, ich glaube, schaut ganz gut aus. Es ist wichtig auch, jetzt sitzt man hier und hat nach dem Rennen gesagt, dass das Material funktioniert und alles, aber wir müssen wirklich weiterarbeiten. Es gibt nichts nur so, dass, wenn man nur denkt, dass alles okay ist, dann funktioniert das, muss weiterarbeiten und perfekt gibt es nichts. Besser ist immer möglich. Und das ist auch der Fokus von der ganzen Firma, von der Red Bull und speziell von Ferdinand, weil er ist immer nicht zufrieden. Ja, war er nie. Ja, er sagt, dass. Sagt nach Sölden, dass, ja, schau mal, es ist besser, ist sicher 100% möglich und war nichts gut genug mit dem Material und alles. Und ja, nur so wird man besser, oder? Ja, wenn man immer weitergeht. Ja, aber ich glaube, wir sind mit dem Material und mit der Skifahren voll dabei und dann schauen wir. Wie war das bei dir dann im Frühling? Hast du generell an andere Marken auch gedacht oder wolltest du andere Marken auch probieren? Der Wechsel von Rossignol weg auf was anderes oder ist das nur das für dich? Nein, also ich habe dann zwei Marken probiert in Anfang Mai. Wegen am 1. Mai war mein Vertrag mit Rossignol fertig und dann habe ich zwei verschiedene Marken probiert, aber also wenn ich halt dann erste Tag speziell beim Riesenlauf von der Red Bull probiert, dann habe ich so viel Spaß beim Skifahren und die letzten paar, drei Jahre für mich war dann ja, oft nicht so Spaß. Aber jetzt auch im Herbst, jetzt in August und September und speziell jetzt in Oktober war es so viel Spaß beim Skifahren und wie ich dann hat gesagt, dann ist es mir einfach. Dann kann ich auf der Skifahren fokussieren und ja, dann bin ich voll dabei, glaube ich. Wird sich das Verhältnis dann durch den Skiwechsel zu Fendi Red Bull, zum Marcel, dann hat sich da euer Verhältnis dann auch verändert? Früher waren es ja die Hauptkonkurrenten, ist zwar Hirscher, Christoffersen, war ein Riesenthema immer. Mhm. Und ich habe es auch genossen. Ich bin ja auch in der Zeit gefahren und mir kam vor, ich habe es auch genossen, ich habe es euch gegenseitig hochpusht. Mhm. Hat sich das Verhältnis zwischen dir und Marcel auch verändert jetzt? Natürlich jetzt arbeitet zusammen, aber seid ihr Freunde waren mehr jetzt oder wart ihr vorher auch schon Freunde immer? Wir war vorher auch ganz freundlich, wirklich. Ich hatte dann meine ganze Karriere so viel Respekt für Marcel und ich hatte auch das Gefühl, dass er viel Respekt für mich hätte. Ja, also wir waren ganz freundlich. Wir waren ganz oft zusammen im Flieger mit Red Bull und alles so. Und ich glaube, dass also ich hat rein im Weltcup gekommen, ganz jung. Er gleich mit seinem Vater, eh mit meinem Vater. So, ich glaube, dass für er war es ja sicher auf die Rennen, wenn ich vor er war oder so, war es sicher nichts einfach und wir hatten alles voll gekämpft auf der Piste, aber nach der Piste war er sehr freundlich und ja, jetzt war es wirklich dann kein Problem. Ich hab er angerufen und ja, hat man gesagt, dass wenn er hat gesagt, dass wenn ich will, dann probieren wir. Du hast noch gerufen. Mhm, genau. Das ist interessant. Ja, wegen von dir Red Bull hast du dann einen Vertrag mit Lang und Glück. Und dann ist so ein Gentleman's Agreement, dass Marcel kann dann nichts, also Athleten von Rossignol oder Dinnerstar anrufen und sagt, das willst du probieren oder okay. So. Und, aber dann war mein Vertrag war fertig und dann habe ich Marcel angerufen. Und er hat dann, wenn ich angerufen habe, hat er gesagt, dass er wollte gern früher anrufen, aber es gibt nichts mit diesem Gentleman's Agreement und alles so. Und ja, aber ich muss auch sagen, dass es ist wirklich mehr einfach zusammen mit Marcel arbeiten, ja, als gegen Marcel. Das denke ich mal. Habe ich früher gesagt auch, aber es war nichts einfach gegen Marcel, das ist sicher. Der Marcel hat sich geliebt, wenn er Herausforderer gehabt hat. So wie der Felix Neuwald im Schal und du. Das sind ja einige gewesen, das hat er geliebt, weil da ist er auch besser geworden. Ja, aber ich auch. Ja, du wirklich. Auch, natürlich. So, ja.
Der Manuel Feller hat in Sölden gesagt in einem Interview, er nervt es schon enorm, dass er immer auf den Marcel angeredet wird und wegen die Ski und hin und her. Stört dich das auch, dass Marcel immer wieder Thema ist nachher? Nein, für mich ist egal, wirklich. Er war die letzten Zeit, Dänemark war er der beste Skifahrer dabei und hat so viel Weltcuprennen gewonnen, so viel Gesamtkugel gewonnen im See und alles. Und für mich ist egal, wirklich. Mein Fokus gibt es über die Skifahren, über Material und über Rennen gewinnen. Und so ist es. Wenn andere Leute oder so spricht über Marcel, ist für mich egal, wirklich. Und ich denke auch, dass jetzt im Moment ist es ganz cool, wenn wir frühere Wahlen war und habe zu viel gekämpft und jetzt arbeiten wir zusammen. Es ist wirklich eine coole Story und für mich ist dann ganz okay. Ist dann der Marcel mehr die Bezugsperson oder der Ferdinand dann für die zwei? Mehr Ferdinand im Moment. Raffi, mein Servicemann, spricht dann mit Ferdinand jeden Tag auf dem Handy und wir haben so, dass man kann die Video in im Dartfish reinlegen und dann ist es so in die Cloud und dann kann es Ferdinand von Haus schauen und so. So er anruft Raffi jeden Tag, mich ganz oft und Andy auch, sprich überhaupt jeden Tag mit Raffi. Marcel hat angerufen, zwei, dreimal, weil wir waren drei Wochen in Ushuaia. Wegen dann hat er auch ein bisschen Video geschaut zusammen mit Ferdinand und so. Wegen Marcel hat ganz viel Erfahrung und er war besser auf ein paar Sachen als ich. Der Skifahren so und dann, wenn ich eine Frage habe, dann kann ich, wenn ich will, anrufen. Und, ja, aber jetzt am meisten mit Ferdinand. Okay. Ja. Du hast ja zuerst gesagt am Anfang, der Marcel ist mit seinem Papa in Weltcup gekommen, du auch. Mhm. Deine Teamkollegen, deine Norwegischen, waren in Neuseeland trainieren. Mhm. Du in Argentinien. Mhm. Wie kommst du da? Warum ist das so? Also alle wissen, dass es war ein bisschen viel mit Verband, wegen Kopfsponsor, alles. Aber also wenn ich rein im Weltcup gekommen, dann war es 10 Jahre seit den letzten Podestplatz von einem Norweger in Slalom. Ich war dann Dritte in Levi, hat dann Schladming gewonnen und alles. Und ich war wirklich für ganz viele Jahre die Einzige, die war am Podest, hat auf der technischen Disziplin, war am Podest im Slalom, hat Slalomrennen gewonnen und Riesenlauf war am Podest und hat Riesenlaufrennen gewonnen. Und dann ist ganz schwierig, wegen jetzt gibt es ganz viele Athleten, die fahren nur Slalom oder nur Riesenlauf. Es ist nicht so oft, dass fahren beide, ja, Lukas und Atle jetzt, aber war nur wirklich voriges Jahr. Und dann ist so, wenn ich auf Podest oder wenn ich am Freitag komme nach Adelboden, muss ich dann auf Nummerauflösung fahren am Freitagabend. Dann ist eine Stunde weg oder so. Dann fahre ich die Riesenlaufrennen am Samstag und dann, wenn man auf Podest steht, dann gibt es Pressekonferenz, Dopingkontrolle, alles. Dann am Abend ist dann Preis und so im Ziel und dann nach neue Nummerauslösung und dann die Slalom am Sonntag und alles und dann ist zu viel Zeit weg und viel Energie weg dann. Und dann ist es so, wenn ich war die Einzige dann, dass beiden Slalom und Riesenlauf hat, war beiden am Podest in Slalom Riesenlauf. Wenn ich dann mit der ganzen Mannschaft fest oder so, dann brauche ich 3 Stunden für ein Training in Reithal. Wenn ich alleine fahre, brauche ich 1,5. Das ist 1,5 Stunden mehr mit Recovery und so. Und dann, wenn wir gegen Marcel kämpfen, wir haben seine eigene Mannschaft, wir brauchen dann nur vielleicht 1 Stunde auf dem Training. Er fährt dann heim und viel mehr Ruhezeit und alles ist 100% voll dabei, nur für er. Wie kann man dann mit er kämpfen? Und es ist, also in Norwegen die letzten 15 Jahre speziell,
war der Fokus meistens auf Speed, mit Janser, Zwindal und dann früher Omot und Schuss. Mhm. Und Super-G und Abfahrt ist komplett anderes als Slalom und Riesenlauf. Und ja, wenn ich dann war die Einzige, da war wirklich dabei im Slalom und Riesenlauf. Und in Norwegen ist es wirklich so, dass du kann nichts denken, dass du besser als die anderen Athleten bist. Und da war es ein bisschen so, muss man ein bisschen verändern, wirklich. Also hast du auch dein kleines Team im Verband, wie der Marcel das auch gehabt hat? Genau. Ist dein Trainer dann dein Papa? Nein, es ist Juju, also Jörg Rotten jetzt. Mein Trainer ist Jörg, aber mein Vater ist dann überhaupt, also er ist der Chef für mein Programm, für meine Mannschaft. Mhm. Aber ich habe dann Juju vom Verband und Andreas auch, der Assistenttrainer auch, die ist mit beim Start. Mhm. Er ist auch vom Verband. Aber jetzt, wenn es ist so, wie es ist jetzt im Moment, dass man fährt so viel Slalom und Riesenlauf rennen und es so viele Spezialisten gibt im Slalom und Riesenlauf. Und mit alles, mit Medien, Sponsoren, alles. Für mich geht es wirklich nichts dann in eine große Mannschaft, wo man dann so viel Zeit braucht für alle die anderen Sachen als Skifahren, wirklich. Und ich bin so flexibel im Moment. Die planen diesen Herbst, was erstmal in Sassfee bleibt, aber dann hat man gesehen, dass es gibt nichts mit der Schneemenge und so. Und dann hat man den Plan verändert nach Ushuaia, Argentinien. Und dann wollen wir den Plan verändern mit einem Athlet und fünf Trainer geht's, aber mit sechs Athleten geht's nicht. Das ist unmöglich. Wir sind so mehr flexibel im Moment und ich glaube, dass überhaupt funktioniert das für mich viel, viel besser im Moment. Aber wir sind Menschen. Wir sind alle nichts gleich. Nein, jeder muss sich so ist es. Das so herrichten, dass er dann seine Leistung bringen kann. Ja. Was ist deine Triebfeder für den Sport? Sind das nur Erfolge oder Weltmeistertitel, Kugeln, Olympiasiege? Oder ist das der Trieb nach dem Finden vom perfekten Schwung? Renngewinn. Wirklich. Ich hab Weltmeisterschaft gewonnen, ich habe kleine Kugeln gewonnen, ganz viele Weltcuprennen gewonnen. Und die beste Gefühl ist, wenn man Weltcuprennen gewinnt. Wenn man steht danach mit der Kugel oder so, ist ein bisschen egal. Es ist nichts egal, aber das Gefühl, wenn man dann ein Rennen gewinnt, ist das beste Gefühl, wirklich. Und es ist wirklich für mich, also ich sage vielleicht anderes, wenn ich fertig mit Skifahren bist und so und sitze nach Hause und schaust auf die Medaillen oder so, aber jetzt im Moment ist es ein gleich Gefühl, wenn ich die Weltmeisterschaft in Aue gewonnen hast oder die Nachtrennen im Schladming gewinnt. Also es ist gleich Gefühl, wirklich. Ich habe nie olympische Goldmedaille gewonnen oder die große Kugel gewonnen. So vielleicht dann ist anders, kann ich nichts sagen, wegen ich habe nichts diese Sache gewonnen. Aber Weltmeisterschaft oder Weltcup ist jetzt im Moment egal. Aber das ist natürlich auf deiner To-Do-Liste noch, oder? Olympiasieger? Ja. Jetzt bist du erst 28. Ja, du bist ja so jung noch. Aber fährst du so lang? Nein, aber es ist. Also in Pyeongchang mit der Slalom hat dann nach dem Meisterlauf geführt und dann ausgeschieden. Jetzt auch in China war es so, Riesenlauf war wirklich gut. Also ich bin dann vielleicht mit Donnerfeller Zweiter hinter Marco. Slalom auch, letzten Steilung war sehr, sehr schlecht. Wenn ich eine normale Fahrt im Steilung habe, dann bin ich auch vielleicht Zweiter hinter Noel. Also 5 oder 7 oder 10 Weltcuprennen oder ein olympisches Gold, dann 5 Weltcuprennen bitte. Okay. Wirklich. Ich habe das einmal gehabt, ich habe nur ein Weltcuprennen gewonnen, du 28. Und dann habe ich eine Bronzemedaille im Riesenlauf gewonnen.
Wir haben immer die Leute gefragt, was ist Mehrwert? Dann habe ich gesagt, Gewinner ist besser, wie Dritter werden. Genau. Da ist mir die Bronzemedaille egal. Hätte ich lieber ein paar Mal öfter gewonnen, bevor ich die Medaille hätte. Ich sag bitte beide. Ja. Aber also, wenn man auf dem Start steht und so, dann ist das Ziel Gewinnen. Und so ist immer. Speziell in meinen Positionen, wie du hast gesagt, ich habe 28 Weltcup-Rennen gewonnen und ich weiß nicht, 70 etwas Podestplätze im Weltcup. Und wenn man dann auf Start steht, dann kämpfen wir hoffentlich auf dem Sieg. Das ist immer wieder dein Triebfeder, weil du fährst jetzt 10 Jahre im Weltcup und bist noch nicht müde von dem Ganzen. Ja, das Ziel ist immer Weltcuprennen gewinnen. Also die Motivation und alles so, jetzt kann man sagen, dass okay, Rubin hat so oft gewonnen und so viele Podestplätze oder so, aber schaut man dann auf Marcel oder Stenmark oder so, hat dann 67 Rennen gewonnen und 86 Rennen gewonnen. Das ist die Triebfeder dann, die Motivation. Genau, braucht man ein bisschen mehr Siege dann. Braucht 40 mehr oder so, dann bin ich dabei mit Marcel, aber 40 mehr ist sicher nichts die meist einfache Aufgabe. Wie siehst du generell die Zukunft vom Skisport? Was wären deine Ideen, wie man es besser machen könnte? Oder wie siehst du das Ganze? Ich glaube wirklich, dass man nicht die Sport verändern muss. Wie FIS hat probiert mit Parallel, hat probiert mit der Kombi verändert die letzten 4-5 Jahre oder so, von der richtigen Kombi mit einem Abfahrt und zwei Slalomlauf bis Superkombi und dann Startnummer ändern und alles bei dem Kombi und speziell mit der Parallel hat so viel probiert. Ich brauche nicht, dass man die Sport ich glaube, dass man den Sport ändern muss, nichts ändern. Ich glaube, dass die Sache rund um den Sport ändern muss. Wegen schaut man auf Fußball. Fußball ist gleich, wie es war die letzten 100 Jahre. Es ist ein bisschen anderes und so, aber ja, das muss Produkt nur die Sache funktioniert. Ja, die Produkt funktioniert. Und ich bin ein Fan von alpinen Skisport. Nichts von Skicross oder Parallel. Mhm. Wenn ich war jung, dann war Slalom, Riesenlauf, super Abfahrt. Ja, die Kombi war auch dabei, aber die Kombi dann war komplett anders, als wie es ist jetzt. Und ich war ein Fan von einem Skisport. Wenn man einen Skisport ändern und das ein anderer Sport ist, wie ein bisschen Parallel jetzt im Moment, braucht man wirklich nichts. Neu erfinden, finde ich auch, muss man es nicht. Nein, ich glaube, man muss die Sache rund um den Sport ändern. Mit Sponsoren und alles so und Medien und wie im Sölden mit dem GPS und alles auf die Schuhe und so. Vielleicht wie früher, Slalom, Riesenlauf, Abfahrt, fertig. Ja. Finde ich vielleicht besser, dann kann man 12, 14 Rennen in jeder Disziplin fahren. Und dann kann FIS vielleicht auf die Sache da rundum schauen, dass es größere Sponsoren gibt und alles so. Und ja, mehr hinter dem Scene oder so. Was behind the scenes. Behind the scenes. Was wir gerade machen, Sachen, jetzt, dass genau. Wir die Athleten besser kennenlernen, mehr hört davon. Ein bisschen mehr so und dann, ich glaube, das ist besser. Wegen jetzt ist. Ich glaube, speziell auf Meisterschaft und so, jetzt haben wir dann, glaube ich, 14 Tage für eine Meisterschaft in Courchevel. Ja. Und es gibt 13 verschiedene Rennen. Mhm. Das ist ein bisschen zu viel. Ja. Ein bisschen zu viel, glaube ich. Mit Kombi, Parallel, Teambewerb. Ja. Ach, Slalom, Riesenlauf, Abfahrt, ja. Fertig. Sehe ich auch so. Glaube ich, vielleicht besser. Ja. Man sieht der große Unterschied, also die Zuschauer, wie ich dann nichts wie ich jeden Tag Skifahren schaust oder so und weiß nicht so viel über die verschiedenen Disziplinen oder so, sieht ein großes Verschiebnis zwischen Slalom, Riesenlauf, aber auch zwischen Riesenlauf, Abfahrt. Mhm. Aber vielleicht nicht so viel zwischen
Rechner Super-G und speziell zwischen Super-G-Abfahrt. Ja. Super-G-Abfahrt im Moment ist für mich auch ein bisschen langweilig. Finde ich auch. Wegen ich es voll bei dir. Überhaupt ganz gleich ist, aber wenn höhere Geschwindigkeit hast, im Super-G, in Kitzbühel, im also letzten Zielhang hast, dann im Abfahrt. Und wenn die Super-G in Gröden kannst mit Abfahrtski fahren oder in Lake Louise mit Abfahrtski fahren. Falscher Gedanke, ja. Das ist ein bisschen gleich, glaube ich. Und jetzt im Moment ist es auch so, dass es gibt zu viele Spezialisten im Slalom und Riesenlauf. Aber im Super-G und Abfahrt fahren alle ja. Super-G und Abfahrt. Und ich glaube, die größte Verschiedenheit zwischen den Disziplinen im Moment ist dann zwischen Slalom und Riesenlauf, ja. glaube ich. Ich glaube, es ist mehr einfach zu umstellen zwischen Riesenlauf und Super-G, dann Slalom und Riesenlauf wirklich im Moment. Und ja, dann ist vielleicht besser, wenn man dann nur drei Disziplinen hat und dann mehr Rennen auf diesen drei Disziplinen fest. Stichwort Aufmerksamkeit. Magst du es, wenn du im Mittelpunkt stehst? Oder nervt dich das? Mittelpunkt. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, du gehst in Salzburg spazieren in der Getreidegasse und die reden 10 Leute an. Taugt dir das oder nicht? Ich bleib gerne nach Hause vor dem Fernsehen und in Ruhe sitzen. Aber wenn. Ich glaube, dass ganz viele Leute denkst nichts, dass ich in Salzburg wohne und so. Sondern wenn ich in der Stadt bin, dann ist es ganz okay. Also ja, kommt und ein Foto machen oder so, aber das ist ganz okay. Und das ist nichts wie bei Marcel, dass er nur nach Hause bleibt, wegen es für ihn in Salzburg ist es dann so viel. Aber es ist vielleicht so, wie du sagst, mit dir rechnet auch keiner, wenn man jetzt in die Getreidegassen geht oder in Salzburg irgendwo spazieren geht und auf einmal steht der Hendrik Christoffersen da. Man meint immer, der muss ja in Norwegen leben. Ja, genau. Ist ein bisschen so, aber ganz oft auch. Ich denke nicht so viel über diese Sache, aber meine Freundin und Freunde sagen dann, ja, wenn man in die Getreidegasse geht oder so, dann Aufmerksamkeit oder so, Aufmerksamkeit, sagt man. Aufmerksamkeit ja. für mich ist wirklich nichts dabei auf diese Sache, aber dann Freunde und so sagt sie, ach, alles, sagt ein bisschen, ah, es ändert sich oft oder so, aber für mich ist ganz okay. Ich hoffe, dass ich bin freundlich und so, wenn Menschen fragt, wie ein Foto oder etwas, wenn wir da beisitzen und essen zusammen mit Freunden und so, ist dann vielleicht. Ich kann bitte nach dem Essen warten und so, aber na, alle so freundlich, das für mich ist es kein Problem. Aber ich finde auch Heim ganz schön, muss ich sagen, wirklich. Und nach Hause ist ich im Salzburg dann, wirklich. Ja. Überhaupt. Wie lange bist du schon in Salzburg? 7 Jahre jetzt. So, oder in Österreich am 1. Januar ist es dann 7 Jahre und dann war es Sommer 2016. Habe ich dann Wohnung gekauft in Salzburg. So, finde Stadt und alles super schön. Braucht dann 40 Minuten bis Reitalm. Jetzt dann 40 Minuten bis Annaberg beim Racezentrum von der Red Bull. Und Flüge auf in 10 Minuten, alles. So, es ist perfekt. Wirklich super. Salzburg ist auch schön. Bin auch Salzburger von dem her. Salzburg ist super schön, noch. Wirklich. Aber die Stadt ist super schön. Ja. Und ja. Und wie, also. Also die Stadt ist 150.000 oder so. So, es ist groß genug, aber nicht so groß. Ja. Wegen, wenn es ist 1 Million Einwohner oder so, dann ist. Anstrengend, ja. Dann ist es ein bisschen mehr anstrengend, aber Salzburg ist, finde ich jetzt im Moment ganz perfekt, wirklich. Freunde. Gibt es Freunde im Skiweltcup für dich? Ja, ich glaube schon. Also Dave Riding ist ein ganz gutes Freund, ganz freundlich. Tim und Haugan auch. Charlie ist ein Freund, es spricht ganz viel. So, wenn er Gossip oder so braucht, dann frage ich Charlie. Wegen er kennt alle die Leute.
Aber nein, ich glaube, das gibt, aber wenn man auf Start steht, da bin ich nichts, Freunde. Dann kämpfen wir. Konkurrenten dann. Wirklich, ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber wir zwei haben einmal, oder wir zwei, du als Norweger mit uns Österreicher haben wir einmal ganz eine witzige Situation gehabt. In Saas-Fee, kannst du dich da noch erinnern? Wir sind um 4 Uhr früh, was der Felskind, Gondelbahn. Genau. Kann ich erinnern, ja. Und wir Österreicher haben oft den Ruf gehabt, dass wir halt immer meinen, wir können alles tun, was wir wollen. Mhm. Und dann sind halt wir da hingekommen um 4 Uhr und wenn man halt als Erster hinkommt zu einer Gondel, wie es halt immer ist, darf man als Erster rauffahren. Mhm. Und der Henrik ist halt wahrscheinlich um 3:45 schon dort gewesen und wir Österreicher sind halt später gekommen, dass wir länger schlafen können und sind dann beim Training aufgegangen. Mhm. Und dann hast du, weiß ich noch genau, sind wir da aufgegangen so und haben eh schon gewusst, eigentlich machen wir dann Fehler, aber wir haben es trotzdem da und dann hast du, hey, was ist das ist da? Und ja, dann haben wir da fast ein bisschen Streit angefangen, weißt du noch? Ja, kann ich erinnern, ja. Ich glaube, das war ein bisschen speziell. Daniel Mayer hat später gekommen und du auch, glaube ich, hat gesagt, dass unser Trainer hat gesagt, dass wir muss dann vorgehen und so. Aber ihr Trainer hat gesagt, dass er hat nie gesagt. Und dann war ein bisschen speziell über diese Sache, aber ja, weil merkt man schon, dass schon kämpft jeder ums Beste halt, ja, und da geht's. Ein bisschen, halt, ja, aber es ist sicher ein bisschen speziell für Österreicher, wegen alpinen Skisport in Österreich ist so groß. Ich habe zu viel Geld und alles im Skisport und so. Und eine kleinere Nation kämpfen dann immer auf die Position und so. Aber ja, wenn man dann im Stau oder sagt man steht und ihr vorne geht und so, ist ein bisschen egal. Ja, ist auch unfair. Jetzt im Nachhinein sehe ich es auch als unfair, in Wahrheit. Ich finde es ein bisschen unfair, wenn im Pitztal oder so, wenn Alexi kommt dabei, hat so viel Rennen gewonnen, einer von der besten Skifahrer in der Welt oder so, und dann fahren drei Österreicher auf Linie 1 auf die Wasser, und dann waren die also nur drei Leute auf der Linie 1, und dann sagt Alexi, dass er möchte gern auch dabei fahren, wann seinen Trainer dann früher mit der Wasser hilft und so. Und dann sagt der Österreicher, kann nichts mit den Österreichern fahren. Finde ich ein bisschen komisch. Es war ein bisschen so jetzt in Pitztal. Wegen meinen Trainer und der Trainer von Charlie und so. Und die Deutschen hat dann mit den Österreichern den ganzen Hang mit Wasser arbeitet. Und dann hat man gesagt, dass wir wollten gerne auch auf Linie 1 fahren. Ich habe dann 3 Rissen oder voriges Jahr gewonnen, war die einzige zusammen mit Marco oder so drinnen gewonnen. Und dann sagt die Österreicher, du kannst nichts mit uns auf Linie 1 fahren. Finde ich ein bisschen komisch, wirklich. Also ist die Rivalität ja, halt wahrscheinlich. Aber Rivalität, aber ja, das und so. Ist, es muss nicht sein, ja. Ja. Vor allem, es war ein guter Vergleich auch für die Österreicher, wenn Henrik Christoffersen mit einem mitfährt. Vielleicht, ja. Aber Brennstein hat so gesagt. Aber er entscheidet dann nichts. Nein, eben, das ist ja das. So, ja, ich muss nur dann auf das Skifahren fokussieren. Diese Sache ist für den Trainer und für den Verband und alles so. Wenn ich dann auf Linie 2 oder 3 fest und das gute Bedingungen ist, dann ist okay. Wenn es nichts gute Bedingungen ist, dann bin ich verärgert, wirklich. Aber wenn es gibt, dass sie auf eine andere Linie fährt und das ist egal, dann ist es egal, wirklich. Dann, ja. Aber ich probiere, dass ich nur über dem Skifahren fokussiere. Und dann macht die Trainer und mein Vater so diese andere Sache. Hoffentlich. So, ja. Du, und welche Charaktereigenschaft an dir magst du am meisten an dir selber? Was ist deine größte Stärke? Oder was magst du am meisten an dir? Ich weiß wirklich nichts, aber meine ganze, also ich war kein Skitalent oder so, was sagt man? Ja, Talent. Weißt du nicht? Nein, wenn ich mit Skifahren anfange, ja, war das Gefühl nichts dabei, direkt.
Ich habe dann meine ganze Karriere für meine Technik und für das Skifahren gearbeitet. Und ich glaube, dass ich mehr als meisten gearbeitet. Also die Konsequenz und das Arbeiten, genau. Daran zu arbeiten, ist eine große Stärke von dir dann sozusagen. Ja, glaube ich, ja. Ja. Bisschen so wie Kjetil André Aamodt. Ja. Er war auch ganz gleich. Was ist deine größte Schwäche? Dass ich vielleicht ein bisschen zu viel über die Sache, dass ich nichts verändern kann, denken. Dass du dich dann aufregst über Sachen, was du nicht ändern kannst? Genau. So wie wenn vielleicht. Du nicht auf Linie 1 trainieren kannst, genau. Sondern auf Linie genau. 3. Vielleicht. Aber es ist besser jetzt, als wie es war früher. Ja. Aber ja, vielleicht ist so. Ja. Glaube ich. Wegen ich glaube, dass ich ein bisschen verärgert und so, wenn es nicht so 100% läuft, wenn ich ein bisschen verärgert bin und so. Okay, voriges Jahr in Flachau. Ja. War vielleicht ein bisschen zu viel nach dem Meisterlauf. Ja. Aber für mich ist es auch ein bisschen so, dass es okay, Flachau war zu viel. Aber wenn es nichts wirklich läuft und man nichts ein bisschen verärgert, ist dann, wenn man denkt, dass ist egal, dann ist auch nichts gut. Nein, das merkt man bei dir, finde ich auch. Dass du, das ist dein Leben, deine Welt ist genau, das. Genau. Und du traust dir ein paar Mal komplett durch, wenn ich so sagen genau. darf. So, ja, vielleicht diese Sache, dass ich denke ein bisschen viel über die Sache, dass ich nichts ändern kann. Ja, aber sicher eine Typen braucht es ja auch, dass die was hergeben. Ich hoffe. Dass man dann auch im Flacher, also wie im Flacher, ich war bei den Rennen, da habe ich gesehen, du hast ja förmlich gedampft im Ziel. Ja, ja, aber dann, du weißt, im Flacher, erster Lauf, Start Nummer 1, ich war dann bis letzten Zwischenzeit, war ich dann voll dabei mit Strolz und so. Mhm. Hab dann diese großen Fälle gemacht und dann weiß ich, dann war der Kampf für den Sieg war weg. Und ja, für mich auch voriges Jahr, es war die erste Saison, wo ich war ein bisschen Kampf gegen einen anderen Norweger im Slalom. Und dann habe ich gedacht, dass ja, jetzt war eine Möglichkeit, dass man fertig vor dem letzten Rennen mit diesen Slalomkugeln war und alles, das war okay. Und dann weiß ich, dann war diese Möglichkeit weg nach dem Meisterlauf. Und die Möglichkeit war wirklich 100% dabei, dass man am Podest steht oder für den Sieg kämpfen. Und dann ja, war es vielleicht ein bisschen zu viele Emotionen dann im Ziel, aber wenn ich hier jetzt sitze und so, dann ist egal, glaube ich. Du bist ja noch ein junger Athlet mit 28. Was hat jetzt der 28-jährige Henrik, den 18-jährigen Henrik, was hat es den roten? Was hat der anders machen, wie du jetzt in deiner Karriere bis jetzt gemacht hast? Dass irgendwas schneller geht oder irgendwas leichter geht? Gibt es da was? Ich glaube, dass, ich glaube, dass wenn ich jetzt hier sitze mit 28 und wenn ich da 18 war und etwas verändern will, ist es vielleicht, dass ich nicht so viel sagen beim Interviews und so. Weil wenn ich ganz jung war, dann habe ich wirklich alles gesagt und so. Jetzt ein bisschen weniger. Und ja, speziell mit norwegischen Medien und so war es dann auf einen Moment, speziell mit dieser Sache über dem Kopfsponsor und mit der Mannschaft und so, auf ein paar Interviews war es vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn ich auch hier im Moment sitze, dann ist auch ein bisschen egal, wirklich. Hättest du da Unterstützung gewünscht in der Zeit, dass dir das wer sagt, hey Henrik, beruhigt dich da bei Interviews oder habst du da... Nein, mein Vater hat probiert. Aber es waren viele Emotionen und so dabei und ja, so ist es. Welcher Skifahrer war einmal besonders nett zu dir? Hast du irgendeine Geschichte zu einem Skifahrer, der was jetzt vielleicht auch nicht mehr fährt oder so, oder der was noch fährt, was richtig nett war einmal zu dir? Oder was du sagst, das war cool, das möchte ich euch jetzt erzählen.
Also als ein Freund oder? Na, generell, ist egal. So kann beides sein. Also für mich war es so cool zusammen mit Marcel, muss ich wirklich sagen. Wir haben so viel bei einem Rennen gekämpft. Aber ich war ein von nicht so vielen Athleten, wie könnt ihr dann zusammen mit der ein bisschen trainieren im Reiteralm. Wir waren dann im Flieger zusammen, er war oft so freundlich und alles so. Für mich war es wirklich cool. Bei meinem zweiten Weltcuprennen in Schladming hat er seine erste große Kugel gewonnen. In der Riesenlauf in Schladming. Und für mich war er auch ein Vorbild. Und dann waren wir dabei zusammen und stehen dann am Podest zusammen. Und ja, er war überall besser als ich. Ich habe alles probiert, aber wie er war, finde ich ganz, ganz cool. Also der Marcel war das, der was dich dann ich glaub auch viel geholfen hat. Weil es war ja dann auch so, ich habe es immer gematcht, immer erster, zweiter meistens, S2. Und dann hat er aufgehört und hat jeder gemeint, jetzt gewinnt der Henrik sowieso. Weil ja. Und dann hast du eigentlich du schwerer da. Ja. Wer weg war, bist nicht du erster gewesen, sondern vielleicht dann nur mehr vierter, fünfter oder so oft einmal. Aber du weißt, die erste Saison nach Marcel, wann er nichts dabei war, da waren wir voll dabei für den Gesamtweltcup. Er hat die Slalom- und Riesenlauf-Weltcup gewonnen. Wir waren 100 etwas Punkte hinter Kilde und Alexi. Und ich war dann 20 Rennen, Alexi 26, Kilde 27 und dann waren die letzten vier Rennen abgesagt. Also für mich bedeutet diesen vier Rennen viel mehr als für die zwei. Und ja, ich glaube, die Möglichkeit war wirklich dabei dann. Wegen ich habe früher die Riesenlauf, also wenn Kranjska-Gore abgesagt war, ja, war es für mich ein bisschen so, dass jetzt bin ich fertig mit Gesamtweltcup, wegen ich weiß, dass ich früher die Riesenlauf und das Slalom in Kranjska-Gore gewonnen und wenn man Kilde nichts Top 5 bist im Riesenlauf und er fährt überhaupt nichts Slalom, dann bin ich vor Kilde im Gesamtweltcup und gleich mit Alexi, wenn er nichts am Stockel steht in diesen zwei Rennen und ich dann vielleicht beide gewinnt oder so, dann gewinnt man Gesamtkugel und die Möglichkeit war wirklich dann dabei und dann war es ein bisschen so nach dieser Saison war es ein bisschen so, ach, jetzt bin ich ein bisschen fertig. Und dann die zweite Saison, wo Marcel nichts dabei war, dann hatte ich so viel Probleme mit dem Material und alles. Und ja, aber es ist nichts nur so, dass es war nur diesen Kampf gegen Marcel, es war ein Kampf mit anderen, aber ich glaube, dass es war nichts mehr diesen Autorität dabei im Weltcup. Kurssetzung hat sich verändert, speziell im Riesenhof war viel mehr gerade. Erster schwerer Tod einfach. Ja. Also es war nichts nur, dass Marcel nichts mehr dabei war. Wie ist generell in Norwegen? Es sind jetzt viele Junge, es kommen immer wieder junge Norweger. Du bist auch als Junge im Weltcup, kommen auch wieder einige noch. Ist ja doch dann auch für dich auch cool, oder? Wenn nicht nur du allein bist in Slalom Riesendorf, sondern es hat jetzt mehr mit Braten, mit Atleli, McGrath, ist ja für Norwegen auch cool, oder? Oder ist dir das eigentlich komplett egal und das zählt nur für dich? Dass der Sport in Norwegen, er ist groß, aber Langlaufen ist größer. Ja, sicher, aber Ich weiß wirklich nichts. Ich probiere, dass ich nur über meinen Skifahren fokussiere, nichts über die anderen Athleten. Wegen wenn man auf dem Start steht im Weltcup, dann ist es wirklich egal, dass ich gegen einen Österreicher oder einen Norwegen kämpfe. Es ist egal für mich. Das Ziel ist Gewinn, weil ein Norweger steht am zweiten Platz oder ein Österreicher, ist egal. Ja, das war mir auch egal. Also wenn mein Zimmerkollege längs immer war, habe ich auch Freude gehabt, weil ich schneller sein wollte wie der. Das ist bei dir auch so. Aber rein das Standing vom Skifahren ist ja dann doch
Weil sie immer schon groß gewesen. Ich weiß nichts, dass es größer ist, okay. Ist jetzt am Frühjahr wirklich. Okay. Aber jetzt gibt es auch norwegische Athleten in größeren Sportarten, wirklich das Top ist jetzt im Moment mit Haaland, mit Hovland im Golfspielen und Ruud im Tennis. Also es gibt mehr Athleten wie in größeren Sportarten als Langlauf. Langlauf ist international nicht so groß. Es ist groß in Norwegen, aber international ist nicht so groß. Und dann, jetzt hat sich in den letzten paar Jahren ein bisschen verändert im Norwegen. Die Langlaufer ist nicht so groß, wie es war früher, wegen Haaland und alles und so, aber unseren Sport ist international ganz groß. Und ich habe dann Sponsoren von Österreich, von Italien und so. Und dann ist mit Norwegen jetzt im Moment für mich ein bisschen egal, wirklich. Was mir vorkommt, ist, Norweger sind ja mental, oder sind es generell die Skandinavier, irgendwie haben sie die drauf, dass sie es meistens die liefern. Wenn es darauf ankommt, heißt, du bringst deine Leistung unter Druck. Ist das so eine generelle Erziehungsform in Norwegen, wie es ist, wie du erzogen wirst als Kind? Oder, weißt du, was ich meine? Seid ihr meistens nicht so labil im Kopf, wie jetzt vielleicht wir Österreicher so, die was sie schwerer dann oft einmal. Ich weiß wirklich nichts, aber in Norwegen ist es so, dass es ist eine Regel, dass du kannst nichts denken, dass du besser als andere bist. Und oder ist das der Mindset von einem Norweger vielleicht? Ich weiß nichts mit dem Mindset, wegen es gibt so viele verschiedene Mindsets dabei. Also schaut mal Broten und ich, es ist komplett anderes. Ja, ich weiß, da wenn wir beiden auf Start stehen, dann wollen wir beide gewinnen, aber weg von Skifahren ist dann komplett anderes, wirklich. Ja. Aber ich weiß wirklich nichts. Ganz zum Schluss noch, Henrik, haben wir noch eine spezielle Geschichte immer, und das ist unser Rausschmeißer, heißt das? Nein. Du bist jetzt der Erste, okay. Mit dem, was ich das mache. Also Stories möchte ich jetzt von dir hören, die, was du nie irgendwen sagen darfst, oder die, was nie wer erfahren darf. Jetzt hau raus einmal an. In Schladming in 2018, 19 etwas mit den Schneebällen, wo ich ein bisschen verärgert im Ziel war, dann am Mittwoch oder Donnerstag nach Schladming hat dann der Sportminister in Österreich sich über österreichische Leute in Schladming hat sich entschuldigt. Ja, finde ich ganz cool. Ja. Aber ja, 2-3 Leute von 50.000. Ich glaube, er braucht sich nicht entschuldigen für den 50.000 dann, aber war für mich ganz okay dann. Aber wie ich hat gesagt auch zu Marcel nach diesem Rennen, dass er hat gewonnen, ich war 4 Zehntel hinter und Schneeballer oder nicht, er war schneller, so, es war ganz okay. Aber ist doch nett, wenn sich der Sportminister entschuldigt bei dir, ist eine schöne Geschichte. Ja, ganz okay dann. So, ja. Ja, danke Henrik für das coole Gespräch mit dir, wir wünschen dir alles Gute für die weitere Saison, bleib gesund. Dankeschön. Und wir freuen uns mit deinem Skifahren. Danke. Danke.